Einen wunderschönen guten Morgen, Mittag, Abend, je nachdem, wann ihr euch YouTube-Videos anschaut. Ich bin der Martin von Natol Afol. Dieses Mal mit einer anderen Ausgabe, und zwar war ich mal unterwegs. Und zwar in meinem alten Heimatort in Neuhäusel bzw. Eitelborn, denn genau auf der Grenze steht die Augsthalle, in der dieses Jahr die BrickBorn 2019 stattgefunden hat. Eine schöne Geschichte, weil das Ganze ist nicht nur Lego-Ausstellung in zwei Hallen, in der großen und in der kleinen Halle, sondern darüber hinaus auch noch so ein kleines Charity-Event, weil die Reinerlöse des Ganzen den örtlichen Kindergärten zur Verfügung gestellt werden. Und ich würde sagen, das ist doch eine schöne Geschichte. Wie wurde ich natürlich von meinen Community-Leuten begrüßt? Na toll, ein A voll unterwegs. Und genau das schauen wir uns jetzt an. Heute mal live unterwegs an meiner alten Alma Mater, und zwar an der Augstschule im Prinzip, in den Augsthallen in Eitelborn und in Neuhäusel, und zwar zur BrickBorn. Und da gucken wir mal, wie die Ausstellungen da so sind, ob das Spaß macht und was wir da für Mocs entdecken oder für Sets entdecken, bei denen unser Herz höher schlägt. Wir schauen mal. Auf jeden Fall willkommen im Westerwald. Oh, nicht so schön. Immer darüber. Ab geht es also hinein in die Eitelborner BrickBorn. Die war Anfang Oktober und hat hier Folgendes zu bieten. Hier sieht man beispielsweise eine riesengroße ISS. Zumindest glaube ich, ist es eine ISS oder eine andere Raumstation, aber schon ziemlich beeindruckend groß. War wirklich schön. Das ging dann weiter. Hier haben wir noch so ein, ich sag mal, Transportmodul für den Space Shuttle, und das hat auch funktioniert. Also sieht man unten die Empfänger. Und dann eines der absoluten Lieblingssets derzeit. Wir sehen hier, das Ganze ist aufgeschnitten. Das heißt, wir können also auch mal reinschauen, wie das Ganze aussieht von innen. Also ganz cool gemacht. Mein Herz geht natürlich auch bei der Architecture-Serie auf. Hier waren ein paar dabei wie Outer Rim. Das nehme ich mal an, war ein Spaß, aber hat mir unheimlich gut gefallen. Ich kenne sie auch nicht alle. Ich weiß nicht, ob welche dabei sind, die es gar nicht gab, sondern die sich der Mocker hier ausgedacht hat. Das wäre sensationell. Hier unten beispielsweise die chinesische Mauer einfach mal verdoppelt. Super cool, also das finde ich, so gehört sich das. Also insgesamt, übrigens interessanter Fun Fact hier, die Statue of Liberty mit Gesicht. Also scheinbar mag das nicht nur ich lieber. Was natürlich bei meinen Filmereien nicht fehlen darf, das sind die Elves. Ja, ich mag das. Ich finde, das sind buildable Figures, das sind tolle Kreaturen, ähnlich wie bei Ninjago. Also mir persönlich gefällt das, ich weiß. Die meisten AFOLs können damit gar nichts anfangen, aber ich finde das ehrlich gesagt ziemlich cool, was da möglich ist. Mir gefällt's. Fantasievoll, farbenfroh, ist echt eine coole Sache. Dann müssen wir natürlich noch auf Ben Briggs zu sprechen kommen, der hier einen Teil seiner Unterwasserwelt mitgebracht hat. Sensationell und Achtung, Weltpremiere! Bricktendo und Ben Briggs haben ein Architecture gemacht, und zwar, das sehen wir hier, Bielefeld. Ich bin noch ganz hin und weg. Hier sehen wir dann auch ein paar andere Sachen, wie beispielsweise Gemocktes, Hogwarts, verschiedene, ja, das unten ist der First Responder, den gab es schon vorher. Also einfach ein paar Ausstellungssachen, was denn so alles möglich ist. Hier auch, nice, guck mal, da haben wir einen Verladehafen mit U-Boot drin, also ziemlich geil. Ich fand's echt cool, was da alles möglich ist. Hier unten ein paar Container bzw. Eisenbahnen. Und das ist jetzt ein interner Gag. Hier hat jemand die Sporkenburg, das ist eine Burgruine, die es im Eitelborner Wald gibt, die hat er nachgebaut mit Legosteinen, wie er diesen Rekonstruktionsvorfall sich am besten vorstellt. Also ich finde es einfach total genial. Wer die Sporkenburg kennt, wird sie sogar wiedererkennen können. Heute steht nur noch der Eingang. Geht mal hin, es lohnt sich. Ist im Eitelborner Wald. Sporkenburg. Richtig cool. Dann natürlich ein illuminiertes Hogwarts-Schloss darf auch nicht fehlen. Das hier ist allerdings nochmal, ich denke, verdoppelt oder verdreifacht worden. Das ist gigantisch. Wirklich toll. Überall kleine LED-Lämpchen. Der Jan von Bricktendo hat seinen Spaß damit gehabt. Er fand das saugenial, wie das da alles verbaut worden ist. Ich muss ihm zustimmen. Das ist wirklich der helle Wahnsinn. Ein Riesending. Das Friends-Set, so wie man sich das eigentlich richtig vorstellt, nämlich hier mit Friends-Figuren im Fernsehstudio. Nette Idee. Gefiel mir auch sehr gut. Für alle Batman-Fans, hier haben wir auch dieses Batpod, was scheinbar ziemlich selten ist. Ich finde es gar nicht so überragend toll, wie alle sagen. Ich fand hier eigentlich alle anderen Bat-Sachen ganz cool, dass sie so zusammengestellt worden sind. Auch hier die aus der 60er-Jahre-Fernsehserie fand ich einfach cool. Dann ging es mal runter in die andere Halle.
in der anderen Halle haben wir die Technikausstellung gehabt, wie beispielsweise hier die Feuerwehrrettung und hier unten verschiedene LKWs, die da zu sehen sind. Riesengroße Zuggefährte waren das, also ziemlich geil. Und alles bewegt sich, alles dreht sich. Cool gemacht, hat mir echt gefallen. Hier ist auch übrigens eine Erinnerung an einen verstorbenen Mocker aus Holland. Ich kannte ihn jetzt leider nicht, aber ich fand es eine schöne Idee, ihn da nochmal aufleben zu lassen und ein Bild von ihm dazu zu stellen. Hier sehen wir dann auch eine riesengroße Zugmaschine, die hier ferngesteuert wurde. Also ich weiß nicht, was für Power Functions der da drin hatte, aber mein lieber Herr Gesangsverein, das Ding lief geschmeidig, also sensationell. Und ich fand gar nicht so langsam, dafür, dass er da so viel gezogen hat. Ein Riesenteil, wie gesagt. Ausstellungen überall im Technikbereich in der unteren Halle. Und den sehen wir jetzt ein paar Mal, diesen Crawler, auch wenn ihn nicht jeder mag. Ein paar coole Sachen dabei. Gleich noch mein persönliches Highlight am Ende. Nämlich das hier, der Rasenmäher. Den fand ich echt genial. Aber ich glaube, da war ich nicht der Einzige. Hat sich ein Creator Expert zwischendrin versteckt. Und natürlich auch ein paar von Xenbau waren auch dabei, wie jetzt hier beispielsweise das Blue Ding da, ich weiß nicht genau, wie er heißt. Ich hoffe, das Ganze wird nächstes Jahr nochmal stattfinden, im Jahr 2020 dann, oh Gott, Tempus fugit. Würde mich freuen, den einen oder anderen vielleicht da auch mal zu treffen. Auf jeden Fall hatte ich eine Menge nette Leute kennengelernt, eine Menge Spaß gehabt. Mein Kid sowieso. Und insofern wünsche ich uns allen weiterhin solche tolle Events und solche tolle Möglichkeiten, sich näher kennenzulernen und zu schauen, was man aus Steinen alles herstellen kann. Schick. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Macht das Beste draus. Bis bald.